Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mudibärenbande. Wir sind bei der 48. Folge, dem 2. Oktober, 2. November, genau. Und ich bin zu Hause immer noch voll krank und ja, ich versuche gerade StarCraft zu spielen und es wird einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mich wahrscheinlich nicht konzentrieren durch die Krankheit. Das ist echt schwierig gerade. Aber wir nehmen trotzdem auf. Ich habe gerade auch ein paar Spiele gemacht, habe auch gewonnen. Aber was ich gespielt habe, ach, das wollt ihr gar nicht wissen. So, wir spielen gegen Zerg. Machen unten auf jeden Fall dicht. Ich gucken, was er macht. Also, ja, erwartet nicht viel. Werdet auch nicht enttäuscht von mir. Nee, es geht schon. Ist machbar, auch in dem Krankheitszustand. So, wir sind gleich da unten angekommen. Können wir gucken, ob er schon seine Äxte genommen hat. Nicht. Nein. Hat er gerade. Oh, das ist, glaube ich, nicht cool, Fürst. Standard. So, cool hat er nicht. Probieren wir Cannon Rush? Ich glaube, wir probieren mal den Cannon Rush. Wo? Was ist denn jetzt vor? Ach, so nur einer. Darf man meine Sonne nicht verlieren? Nein, 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 nein. Ah, shit. Gut, dann müssen wir hier mal einmachen. So, ist gut drin. Gas nehmen können. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, das hier drinnen zu bauen. Wir müssen auf jeden Fall einen Bersi bauen. Und warum rally ich die ganze Zeit meine Bürger dahin? Da wird er abbrechen. Und das kostet ihm halt auch richtig viel. Oh, was? Dass das nicht gleich weggeht, das nervt mich ein bisschen. Das finde ich ein bisschen unfair. So, wir gehen noch Flieger. Wir sind die Klingen, natürlich jetzt sehr viele Cannons gebaut vorne. Weiß auch nicht, warum ich zwei gebaut habe. Für eine hätte gereicht, vollkommen. Gehen wir noch ein bisschen ärgern. Er ist nicht schlecht als Zerg. Er hat es auf jeden Fall gescoutet und hat es abgewehrt. Gleich den Orakelkron husten. Tja, dann nehmen wir das Einser Upgrade. Können wir uns leisten. Kron husten ins Orakel. Und haben viel zu viel mit rein. Wir wollen unten lang. Shit, war noch nicht fertig. Dimensionalstränge abgestimmt. Ja. So, jetzt mal auf die 2. Und bauen jetzt noch Robo. Wenn wir das Geld hätten. Ich bin hier in den Schatten.
So, ich hoffe, wir kriegen mit unserem Orakel noch ein bisschen Schaden hin. Da, Ovi. Hat's gesehen. Oh, ah, Nydos. Der Weg ist klar. Krieg dir nichts, krieg dir nichts. Oh, nein. Ich sehne mich nach dem Kampf. Wobei wir nur die Orakel killen, die Dings killen. Die Overlords. Ich bin hier in den Schatten. Shit. Mein Freund. Oh, verdammt. Sie brechen durch. Erneut. Ja, das reicht nicht. Warum? Ich geh jetzt noch nicht durch. Zeit für den Kampf. Komm! Shit. Was ist euer Weg? Runterverziehen. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin. Ihr benötigt mehr des Fingers. Ich hab kein Gas. Ich kein Gas meine, ne? Das ist kein Wunder. Mein nächster Kampfesruhm wird unser sein. Naja, GG. Ach, shit. Da wäre ein Void gut gewesen, glaube ich. War jetzt nicht so der tolle Bild, den er gespielt hat. Er hat auch viel zu viel Overmans. Sie haben zu wenig Gas genommen und zu wenig Gates gehabt. War ganz schön schlecht. Der eine Cannon hätte ein Gate sein müssen. Ich spiele auch, wie gesagt, nicht gut so, nicht so gut. Aber hoffentlich verzeiht es mir gerade. So, mal gucken, gegen was wir jetzt spielen. Oh, mir ist auch so warm. Schon wieder gegen Zerg. Gegen denselben. Hat er auch keine dritte eigentlich? Wenn ich den Overlord noch gekriegt hätte am Anfang. Ich habe auch noch gesehen. Nein. Ach. Ich spiele einen Scheiß zusammen, sage ich euch. Es klappt alles nicht mehr. Was? Oh, das wird ein All-In. Ich spiel auch gerade wieder ganz scheiß. Echt beschissen Scheiß zusammen, ey. Hat auf jeden Fall schon Pool.
spiele ich denn nur, ey? Ich spiele echt. Hat keine Echse. Da brauche ich gar nichts, nichts nehmen. Ich hab gleich den Spawn. Ich habe auch keine Mineralien-Sammler. Die Erstgeborenen werden auf sie. Eure Sonden werden angegriffen. Zur Sorge. So soll es geschehen. Nur die Gläubigen fürchten Hajur. Wird erneut unser sein. Wo werden wir gebraucht? Niemand kann uns aufhalten. Für den Ruhm. Unser Denken gleicht sich. Vorwärts. Hor Salah. Hor Salah. Die Templer rücken vor. Wir sind eins mit den Schatten. Wir dienen mit Stolz. Für den Ruhm. Hor Salah, Najakar Minah, vorwärts! Ihr seid auf mich angewiesen. Wir bleiben verborgen. Ach. Ach, Mann. Ich hab auch kein Echo. Komm. Vergiss es. Was ist denn? Was spiel ich denn nur, ey? Tut mir leid. Also, das ist so schlecht, wie ich noch nie gespielt. So, jetzt müssen wir uns hier mal konzentrieren, ey. Ihr habt nicht genügend Mineral. Hat einen Haufen Linge. Ihr habt nicht. Selbe Scheiß. Aber er hat so viele Linge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das Herz der Finsternis. Faszinierend. Empfangsbereit. Ich gehe davon aus, dass er Mutas spielt. Ich bin hier. Deswegen wollen wir unbedingt Phoenix, ne? Ihr benötigt und unbedingt mehr Gas. Teleportation erfolgreich. Die Sterne stehen. Warp fällt online. Für die Ehre. Der Feind hat uns entdeckt. Wo hat er das gewusst? Der Weg ist klar. Unsere Schicksale sind vereint. Wir deuten. Extrapolieren. Nein. Roaches, alles klar. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kann ich das abbrechen? Ich sehne mich nach dem. En Arudin Rashagal. Ihr habt nicht genügend mit mir. Auch so wenig Probes. Oh. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich durchstreife die Galaxis auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Nasukta. Ihr seid um. Ihr habt mich. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend unbedingt Immortals.
Und umgemerkt. Schon eine dritte. Falls er drüber war, die. Nee, war also nicht, glaube ich. Och, Mann, ey. Es klappt heute nicht. Das klappt heute einfach nicht. Wie soll ich denn damit gewinnen? Kann ich keinen Blumenkopf gewinnen? Warum gehen die in der Mitte? Die sollen da hin. Hab ich auch nicht gebaut. Ist das schlecht heute? Heute ist richtig schlecht. Ihr sucht Führung. Es ist. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Heute ist mal der schlechteste Spieltag des Ganzen. Liegt aber halt auch an viel Sachen. Gucken, ob er schon Grouches hat. Doch, hat er. Shit. Oh, ich kann auch nicht zurückwurben. Mineralienfeld erschöpft. Verdammt viele Roaches. Ich habe keinen Kronobus, ich habe gar nichts. Oh nein, wo kommen die denn da lang? Was kommt da? Ach, ich habe auch zu wenig Produktionsgebäude. Ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Ich bin hier. Gas genommen hier. Ich bin viel, aber ey, scheiße. Geld gebaut, sehr schön. Ja, ihr benötigt mehr Vespin-Gas. Extrapoliere Stränge. Oh nein! Es ist vorherbestimmt. Schatten. Der Feind rückt näher. Erneut dienen. Oh, ich habe auch kein. Nichts. Dies müsst ihr in einem Endeffekt platzieren. Ich habe nichts gegen den Gas.
gerade Hydras. Shit. Der war auch nicht gut und ich war richtig schlecht. Naja, GG. Boah, na los, eins spielen wir noch. Aber ich muss sagen, das strengt ganz schön an. Echt krank ist dabei. Na gut, war er nicht. Ich war, na gut, war besser als ich. Aber das ist ja nicht, dafür, dass er so viele Ressourcen hatte, hat er nicht viel Armee gehabt. Na gut, zum Schluss dann schon, aber... Und Upgrades, ja, habe ich alles vergessen. Meine Bildung ist gerade auch irgendwo lost in space, ich weiß es nicht mehr. Ich hätte Colossi spawnen sollen, zusätzlich zu Hydras. Gegen Hydras. So, wir stehen gegen Protoss. Kann nur Cheese sein. Oh, ging das zu sonst? Mir ist ganz schön warm, ich weiß auch nicht warum. Das ist wahrscheinlich die Anstrengung des Spiels. So, wir machen vorne dicht, definitiv. Um für die Adepten einen größeren Weg zu bieten. Um falls komplett dicht zu machen. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir hier nicht in dem Cannon Rush wieder laufen. Post-Toss auf dieser Map kommt sehr oft vor. Nein, erst bauen, dann. Okay, jetzt cooles Scout. Oh. One Base. Ja, greif ich halt das hin. Ah, scheiße. Ja. Wir spielen ja gegen Protoss. Das geht wahrscheinlich zu spät. Vielleicht aber auch nicht. Er hat doch zu viele... Was macht denn der? Oh. Und seine Probe kam nicht her. Nee, Stalker. Keine Adepten. Keine Adepten. Wo wissen wir die jetzt auch? Er hat ja nichts. Oh, ich hab doch einen Adept gebaut. Ah, wie doof. Na ja, gut. Dann ist es halt so. So, jetzt brauchen wir so keine Worker mehr, jetzt brauchen wir nicht unser Exit. Kalt ist die. Und hat irgendwo hinten was hingebaut. Da kam es schon. Seit ich mich hier in den Schatten. Nun gut. Ich komm nicht rein. Heraku. Was ist euer Begehr? Najaka Mina. Wir sind eins mit den Schatten. Ich bin die Stimme der Finsternis. Ganz wie ihr. Wir müssen jetzt unbedingt gucken, was er gemacht hat. Oh, ich hab wieder nichts gebaut, ey. Die hinten was bauen. Wir dienen mit Stolz. So, das ist.
Salar. Forschung abgeschlossen. Was immer da bauen wollte. Hier haben sie entdeckt. Eine Echse hat er nicht. Jetzt noch nicht so von aus, sonst habe ich so viel Gas und nichts anderes. Ich will umwissen, was er macht. Kommt er jetzt? Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Schildbatterien. Ich bin hier in den Schatten. Na, Blickstalker. Hat er nicht? Wir dienen mit Stumpf. Ich bin hier. Nicht genügend Energie. Die Echse hat er noch nicht gehabt. Ich sind wir mit dem Immortal besser dran als er. Weglaufen, aber nicht mehr. Oh, wir haben auch viel zu viel Mineralien und viel zu wenig Geld. Da soll er den jetzt wegkriegen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in der Basis. Was ist euer Beginn?
Stimme der Finsternis. Kalt ist die Leere. Ach, warum habe ich so eine Mine rein? GG. So, soll ich mal gucken. Hat er überhaupt eine Echse gehabt? Der hat ja irgendeine Hidden-Echse, oder? Alles sehen? Nee, hat er nicht. Der hatte nichts. Damit gewinnt er. Ah, Mann. Verstehe ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und Mutti Bier. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.